Der Grüne Landtagsclub will die Gemeinden klimafit machen und der Künstler Peter Wagner präsentiert seinen Film auf Einladung der Grünen in Eisenstadt. Wir erinnern uns an den Greenscreen Folge 19. Wir waren hier in Müllendorf, da war das alles noch Ackerland. Mittlerweile ist das alles verbaut, der Boden ist für immer vernichtet. Die Gemeinde hat damit wirklich klimaschädliche Raumplanung hier zugelassen. LKWs werden das Zeug hierher bringen und LKWs werden es wieder abholen. Dabei haben die Gemeinden gerade mit den Instrumenten des örtlichen Entwicklungskonzeptes es in der Hand, klimafreundliche Raumplanung zu machen. Damit hat sich der Landtagsclub in seiner Clubklausur beschäftigt. Klimaschutz in die Gemeinde bringen. Unter diesem Motto legt der Grüne Landtagsclub seinen Schwerpunkt für die kommenden Monate. Der wichtigste Hebel findet sich in der Raumplanung, ganz konkret im sogenannten örtlichen Entwicklungskonzept. Darin wird, wie der Name schon sagt, festgelegt, wie sich ein Ort entwickeln soll. Dazu gehört Mobilität, Siedlungsentwicklung, Grünraumgestaltung, Naturerhaltung. Da gehört so vieles dazu. Und wir schauen jetzt, welche rechtlichen Grundlagen müssen noch besser weiterentwickelt werden. Bis 2026 müssen alle Gemeinden ein solches Entwicklungskonzept erstellt haben. Für die Grünen steht fest, dass dabei der Klimaschutz bei jeder Entwicklung vom Verkehr bis zum Gewerbepark zum Maßstab wird. Und diese Konzepte dürfen nicht hinter verschlossenen Türen entstehen. Wir wollen, dass die Entwicklungskonzepte gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde erarbeitet werden. Und da ist es wichtig, dass die Gestaltung auch nicht von oben diktiert wird, sondern dass es einen Prozess gibt, der von einer breiten Basis getragen wird. Weil wer hier lebt, soll auch mitreden und mitbestimmen, wie sich das hier weiterentwickeln soll. Der Landtagsclub wird daher die rechtlichen Rahmenbedingungen für klimafitte und bürgernahe Raumentwicklung ausarbeiten und in entsprechende Anträge einfließen lassen. Der südburgenländische Künstler Peter Wagner hat in einem Film sich auf autobiografische Weise mit der Vergangenheit des Burgenlands auseinandergesetzt. Wie er aufgewachsen ist, neben Bahngleisen, erzählt er bei der Präsentation des Films in Eisenstadt. Passenderweise direkt neben den Gleisen im iCube zeigt der Grüne Landtagsclub Peter Wagners Film Gehen unter schwebendem Geleise. Wagner ist die ehemalige Zugstrecke zwischen Oberschützen und Rechnitz abgegangen und nimmt uns mit in eine Zeitreise durch das Südburgenland. Zwischen Rechnitz und Oberschützen spannt sich solch ein unglaublich zeithistorisch interessanter Bogen, den ich miterleben durfte, von Kindheit weg und in der Mitte dann nach Oberwart, wo 1995 dieses wahnsinnige Attentat stattgefunden hat, das 4 Roma-Männern das Leben gekostet hat. Ja, also was ist alles da an dieser Strecke wie an einer Perlenkette aufgefädelt? Wagner legt den Finger in seiner mit sehr vielen historischen Aufnahmen unterlegten Arbeit dabei auf einige offene Wunden, die vom offiziellen Burgenland sehr gerne verdrängt werden. Alles das, was eben was wir im Burgenland so gerne wegfeiern möchten mit unseren Bezügen zum Zusammenleben der Volksgruppen und einem insgesamt harmonischen Klima. All das hat einen doppelten Boden, der gerade in diesem Jubiläumsjahr eigentlich nicht thematisiert wird. Und dass es thematisiert wird, war auch ausschlaggebend für den Grünen Landtagsclub, Peter Wagners Film in Eisenstadt vorzuführen. Und deswegen denken wir, der Grüne Landtagsclub, dass es sehr gut ist, wenn wir zum Landesfeiertag hier eine gemeinsame kleine Reflexionsreise machen über das, was uns im Burgenland auch ausmacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Setzt euch ein in eurer Gemeinde, denn Bausünden wie diese dürfen nicht mehr zugelassen werden.